Herr Hörlimann, warum sind Sie heute vor die Medien getreten? Einerseits, weil das Vorverfahren endlich eingestellt worden ist nach 8 Monaten und andererseits, um einige Punkte richtigzustellen, die bis jetzt falsch dargestellt worden sind und einfach nur zu meiner Vorverurteilung dienen haben. Was sind die wichtigsten Punkte zusammengefasst jetzt von dieser Pressekonferenz? Ja, Sie haben ja jetzt einiges gehört. Also sicher, dass die Geschichte, so wie sie Jolanda Spiess erzählt hat, nicht ganz der Wahrheit entspricht. Das heisst, sie hat keine Unterleibsverletzungen gehabt. Sie hat gewusst, dass man die Polizei informiert. Sie hat auch Strafanzeige gegen mich gemacht. Und auch die ganze Geschichte am Schluss mit der Gebärmutterabsenkung, dass sie vielfach in den Medien ist, um etwas darzustellen, was aber nicht der Wahrheit entspricht. Ist es jetzt wirklich vorbei? Nein, ich vermute, es ist noch nicht vorbei. Einerseits hat Frau Spiess jetzt noch ein paar Tage Zeit, um das Ganze weiterzuziehen, also die Einstellung anzufechten. Und dann laufen ja auch noch eben die Klage wegen Verleumdung gegen Frau Spiess. Das ist natürlich noch lange nicht vorbei. Was sind jetzt die letzten Monate für Sie für eine Zeit gewesen? Ziemlich anstrengende Zeit, also mit einem enormen Druck. Ja, kann man so sagen. Wie beschreiben Sie Ihre Gefühle gegenüber der Frau Spiess? Ich habe eigentlich vorher kein Gefühl gehabt und werde sie auch jetzt nicht haben. Ich bin zum Glück ein Mensch, der die Emotionen gut für mich behalten kann. Und ich habe jetzt auch nicht so negative, bösartige Gefühle, wie man vielleicht würde vermuten. Was sind die Konsequenzen, die Sie aus dieser ganzen Geschichte ziehen, für Sie persönlich? Ja, Konsequenzen jetzt keine speziellen. Also man sieht natürlich, wer Freund und wer nicht so Freund ist in so schwierigen Situationen. Ja, dass man sich da mehr Gedanken macht, wer das man in sein Privatleben lässt. Würden Sie dann in einer ähnlichen Situation jetzt anders handeln? Also ich meine, wer am Abend gelandet? Ja, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Das ist wirklich ein bedauerlicher Abend gewesen, ein bedauerlicher Schluss von dem Abend. Und so etwas wird sicher nie mehr vorkommen. Was würden Sie anders machen? Früher heimgehen. Ganz einfach.